Ich will dir heute mal einen Duft vorstellen, den ich als den nahezu perfekten Old Money Duft beschreiben würde und den du vielleicht mal testen solltest, wenn du dich vom Rest abheben willst. Wie du schon siehst, dreht es sich um Guerlain Homme Eau de Parfum, zuerst lanciert im Jahr 2009, hat also schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Bevor wir uns gleich die Duftpyramide anschauen, erstmal, warum Old Money nach meiner Einschätzung nach anderen Düften verlangt, als wie sie von der Masse getragen werden. Ja, die Masse ist ein gutes Stichwort, denn das Gros der Designerdüfte, das geht heute doch sehr stark in die süße Richtung, oft überladen süß sogar. Ich denke da an Versace Eros, an Valentino Uomo, Stronger With You oder eben sie sind extrem würzig mit einer Monstersilage, wie zum Beispiel die Spice Bomb Reihe oder die meisten der Elixir Düfte. Gerade das willst oder besser gesagt brauchst du nicht, denn diese Düfte können sehr schnell so wirken, als ob du einer bist, der überkompensiert, was oft peinlich wirken kann. Du bist, wenn du leisen Luxus verkörpern willst, mit bestimmtem, aber eben reserviertem Auftreten und Understatement ganz klar besser beraten. Und genau das liefert dir dieser Duft Guerlain Homme in perfekter Art und Weise. Ich muss sagen, dass der für mich ein Blindkauf war und ich wusste nicht so recht, worauf ich mich dabei einlasse. Im schlimmsten Fall dachte ich mir, müsste ich halt mit einem knallharten Barbershop-Duft oder eben mit einem antiquierten Altherrenduft rechnen. Schon nach ein paar Mal testen, eigentlich schon beim ersten Aufsprühen, konnte ich aber feststellen, dass du keines von beidem befürchten musst, obwohl auch das ist richtig, der Guerlain Homme ist kein Teenie-Duft. Lass uns gleich mal auf die Duftpyramide schauen, wie sie bei Perfumo beschrieben ist. Klassifiziert wird der hier als frisch, holzig, grün, würzig und zitrisch, wobei ich das Grün vielleicht vor das Holzig setzen würde und eventuell noch Gourmand hinzufügen würde, da er so ein bisschen was schmackhaft Busiges hat. Die Hauptnoten des Duftes sind Minze, Rum, ein bisschen was Florales sowie Tee und Rhabarber in der Herznote und schließlich Vetiver, Zeder und Patchouli in der Basisnote. Also blumige Noten, Rhabarber und Zeder rieche ich persönlich nicht oder nur ganz vage. Dominant sind tatsächlich Minze, Rum und geschmeidiger Vetiver. Verglichen wird das Dufterlebnis ja gerne mit dem eines Mojitos und ich muss sagen, das trifft es auch wirklich ganz gut. Du bekommst tatsächlich das Gefühl, als würdest du im Zustand völliger Entspannung und Zufriedenheit einen leckeren Mojito trinken, ohne dass ich dem Duft jetzt mit exotischem Urlaub in Verbindung bringen würde. Für mich ist Guerlain Homme eher ein Duft, der gut in die Corporate-Welt passen würde, vielleicht für einen Vorstandschef oder Abteilungsleiter, denn er strahlt, wie ich finde, sehr viel Klasse aus, aber auch Erhabenheit und jede Menge Kompetenz. Ist auf der anderen Seite aber auch ein absoluter Wohlfühlduft, den du gerne aufträgst, wenn niemand in der Nähe ist, du vielleicht nach deinem Arbeitstag gerade aus der Dusche gesprungen kommst und den Tag ausklingen lässt. Ja, nach meiner Einschätzung kann der Duft vieles und er passt auch für viele Gelegenheiten mit Tendenz, wie gesagt, für meinen Geschmack eher für formelle Anlässe. Die Performance ist auch überdurchschnittlich, es ist ja auch ein Eau de Parfum und nicht nur ein Eau de Toilette, also selbst nach 7-8 Stunden, da merke ich immer noch die feine Mojito-Note, bei der mit der Zeit, wie gesagt, das Vetiver prominenter wird. Was die Silage anbelangt, tut er genau das, was für den Old Money Stil am passendsten ist und ja, was ich übrigens sowieso bevorzuge. Es ist nämlich kein raumfüllendes Monster, mit dem man die Leute in seiner Umgebung quasi vergast, sondern die Duftentwicklung, die bleibt immer schön maximal auf Armlänge und ja, die Leute, an denen du vorbeigehst, die können sich glücklich schätzen, eine sanfte Brise abzubekommen. Ja, du siehst schon, ich bin sehr angetan von dem Wässerchen. Die Marke Guerlain steht sowieso für wirklich gut komponierte Düfte mit Nischenqualität und das zum akzeptablen Preis. Den hier, Guerlain Homme, bekommst du aktuell so für ca. 80-90 Euro pro 100 Milliliter. Und das ist ein mehr als faires Angebot für die Qualität und die Dauer, die du dann aus den 100 ml rausholen kannst. Vergleichbare Düfte fallen mir übrigens nicht wirklich viele ein.
Der einzige, der mir in den Sinn kommt, wäre Gin Tonic von Mikalev. Der ist aber doch eine Ecke teurer. Wenn du Alternativen für den Old Money Bereich generell suchst, die nicht zu Barbershoppy oder altbacken daherkommen, dann kann ich dir Colonia Essenza von Acqua di Parma, Eau Sauvage Cologne oder auch Platinum Egoist von Chanel empfehlen. Lass mich gerne wissen, falls dir was Vergleichbares einfällt. Mach den Daumen für das Video hoch und wirf auch gerne einen Blick auf die handselektierte Auswahl auf unserer Webseite. Danke fürs Zusehen, beste Grüße, ciao, ciao.